Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Erstmal sorry, dass letzte Woche kein Video kam, aber ich war ein bisschen zu busy und ein bisschen krank und deswegen musste das Video letzte Woche leider ausfallen, aber heute gibt es offensichtlich wieder eines und zwar eines, das sehr, sehr angefragt war auf Instagram. Ich habe euch gefragt, was ihr euch so für YouTube-Videos wünscht und sehr viele haben sich Taste-Tests gewünscht in verschiedene Richtungen und ich dachte mir, ich kombiniere das einfach, die verschiedenen Kategorien und mache so ein komplettes Food-News-Video. Ihr seht hier auch schon eine Reihe an Produkten, die neu rausgekommen sind und die ich jetzt gemeinsam mit euch testen werde. Einige hatten sich gewünscht, dass ich zum Beispiel neue Ben & Jerry's teste, also neues Eis teste. Das sind jetzt zwei neue Sorten und dafür lohnt es sich nicht, ein eigenes Video zu machen. Andere wollten, dass ich Influencer-Produkte teste. Deswegen habe ich hier zum Beispiel Foodist mit dabei und aber auch Oatsome. Dann wurde mir geschrieben, dass es einen neuen Bearbells-Riegel gibt. In dieser Sorte hier die neuen PEM-Produkte. Und deswegen dachte ich mir, wie gesagt, ich kombiniere das hier einfach in einem Food-News-Video und ich würde sagen, ich höre jetzt auch zu quatschen und starte am besten direkt mit dem Eis, bevor mir das hier wegschmilzt. Diese beiden hier habe ich jetzt auf jeden Fall bei mir gefunden. Das hier ist vegan, das ist nicht vegan. Ich muss sagen, eigentlich, wenn ich in Deutschland mir privat ein Ben & Jerry's hole, würde ich mir nur noch Veganes holen. Also zum einen, um das so zu supporten und zum anderen, weil mir teils die veganen Sorten auch einfach besser schmecken, außer Peanut Butter Cup. Das fehlt mir noch in vegan und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht vegan hinbekommen. Ja, wir haben hier aber trotzdem, wie gesagt, jetzt ein nicht veganes mit dabei. Das ist allerdings so eine Sunday-Sorte und die mag ich ja eh nicht so gerne. Hatte ich, glaube ich, auch mal in einem Test hier mit dabei. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich teste halt auch voll viel einfach nur auf Instagram in meiner Story und zeige es euch da und ich will versuchen, das in Zukunft mehr in diese Videos hier reinzubringen, weil ihr schreibt mir dann voll oft, kannst du mal dies testen, kannst du mal das testen. Und ich hatte es halt schon in meiner Story getestet, aber die verschwindet halt nach 24 Stunden wieder. Und da ist so ein YouTube-Video praktischer. Also ich werde versuchen, das in Zukunft einfach auf YouTube zu shiften. So, jetzt aber wie gesagt, hier einmal die Sunday-Sorte in Dolce Delish. Also das ist eine Salt Caramel Ice Cream with Chunks of Caramel Bar, Caramel Swirls, topped with Chocolate Whipped Ice Cream, also dieses Sunday-Ding, dann Caramel Swirls and Chocolatey Chunks. Klingt auf jeden Fall sehr geil. Ich liebe ja so Karamellzeug sowieso. Und dann haben wir hier noch Fischfood. Kann mir das jemand erklären, warum das dieses Fischfood, also warum man das so nennt? Ich werde hier jetzt nicht so intensiv auf die Zutaten immer eingehen. Also gerade bei sowas wie einem Ben & Jerry's. Ja, weiß nicht. Da schaut man dann, glaube ich, dann doch lieber mal über die Zutaten hinweg. Ich starte mal mit dem hier, mit dem nicht veganen Testen. Zuerst hier trotzdem das Sunday Topping, auch wenn ich da ja, bin ich nicht so Fan von bin. Okay, ich muss gestehen, dieses hier in Schoko gefällt mir deutlich besser als dieses Vanillige. Hat einfach nur geschmeckt wie Sahne. Und ich mag Sahne nicht. Ich bin ja eh ein bisschen picky. Aber das hier ist lecker. Aber es ist halt super luftig. Also das ist halt dieses Sunday-Ding. Jetzt sind wir beim eigentlichen Eis und hier ist auf jeden Fall, also man sieht diese Karamellbunker, was ich, wie gesagt, ich bin Karamellfan, also war ja noch die Rede von Caramel Bars, mache ich mich gerade mal auf die Suche. Man sieht es ganz gut, hier ist so ein Caramel Bar. Schmeckt ehrlich gesagt einfach wie eine Schokolade. So eine weiße Schokolade, die vielleicht mit Kokosblütenzucker gesüßt ist. So schmeckt das ein bisschen, falls ihr so eine weiße Schokolade schon mal gegessen habt, dann ich finde auch optisch erinnert das eher daran. Aber ist lecker. Also ich muss sagen, hiervon bin ich auf jeden Fall positiv überrascht. Ich habe gemerkt, ich war ja ein bisschen voreingenommen wegen diesem Sunday-Topping. Und ich würde es auch trotzdem immer noch geiler finden, wenn es wirklich nur das Eis wäre, weil ich brauche dieses Sunday-Topping nicht unbedingt. Ich finde, das Eis an sich ist bei Ben & Jerry's halt eigentlich das Geile. Also dieses Eis mit den Chunks und Swirls und so. Da brauche ich nicht extra so ein Sunday-Topping obendrauf. Also ihr seht auch, das macht halt zwei Drittel wahrscheinlich. Das Pints sind dann nur noch das Eis an sich. Und ja, wie gesagt, dieses Sunday-Topping muss es für mich nicht haben. Sagen wir mal 7 von 10, weil das Eis an sich ist schon sehr geil, weil es so Karamell ist und sowas alles und Karamell-Swirl. Aber ja, wie gesagt, ohne Sunday-Topping wäre es fast schon eine 10 von 10. Machen wir weiter mit der zweiten Sorte. Fischfood, non-dairy ice cream with marshmallow swirls, caramel swirls and chocolatey fish-shaped chunks. Lasst mich gerne wissen, falls ihr wisst, woher dieses Fischfood-Ding kommt, weil ich check's irgendwie nicht. Man sieht auch schon Marshmallow. Ich bin ja
nicht so Marshmallow-Fan. She's picky, ich weiß. Okay. Das erinnert mich an irgendwas. Also, I don't know, aber den Geschmack kenne ich irgendwoher. Und ich meine jetzt nicht die Marshmallows so an sich, sondern diese Kombination hier gerade. Auf jeden Fall lecker, aber ich komme nicht drauf an, was mich das erinnert. Ich muss sagen, ich bin halt kein Fan von diesem Schaumigen bei Marshmallows. Davon bin ich nur irgendwie schlecht. aber wenn man Marshmallows mag, dann ist das ein geiles Eis. Es ist halt nur auch sehr mächtig. Also dadurch, dass das halt ein Schokoeis ist und es ist ja schon sehr intensiv schokoladig bei Ben & Jerry's immer. Dann Marshmallow, dann Caramel Swirls und dann noch diese Schokostückchen. Schon nicht ohne. Aber ja, also wie gesagt, für Marshmallow-Fans ist das, glaube ich, ein geiles Eis. Ich würde es mir halt aufgrund dessen jetzt nicht nochmal kaufen. Da habe ich andere Sorten, die ich besser finde. Aber wie gesagt, wenn man Marshmallows mag, dann here you go. Wir machen mit etwas ebenfalls Gekühltem weiter, aber nicht im Gefrierfach, sondern im Kühlschrank. Und zwar gibt es von Fly jetzt Joghurt. Fly ist ja diese Erbsenmilch. Die mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Wisst ihr vielleicht, wenn ihr What I Eat Videos oder so von mir schon mal gesehen habt. Und die haben jetzt auch Joghurt rausgebracht. Eben auch auf Erbsenbasis. Was ich ganz cool finde, weil das mal eine andere Alternative ist, als nur Soja oder Kokos zu haben. Da gibt es drei verschiedene Sorten. Ich glaube einmal so ein Plain, also natürlich. Dann Mango und Erdbeere. Und ich dachte mir, ich teste mal Mango. Auf 100 Gramm auch 4 Gramm Protein. Hier ist drin Wasser, Mango, 6%. Dann Apfelsaftkonzentrat, um so ein bisschen Süße wahrscheinlich reinzubringen. Ackerbohnenprotein, Erbsenprotein, Rapsöl, Stärke, natürliche Aromen, Säureregulator, Pflanzen, also so um die Farbe reinzubringen, Karotte und Kürbis. Kürbis habe ich da auch noch nie als Färbemittel gesehen. Also ganz interesting. Salz, Säuerungsmittel und Joghurtkulturen. Und ich würde sagen, wir testen das Ganze mal. Ich bin sehr gespannt hier drauf. Konsistenz ist auf jeden Fall auch krass. Also es ist super creamy. Wir haben hier halt auch diese Mangostückchen drin. Von Alpro auch so einen Mango-Joghurt. Und der schmeckt auf jeden Fall deutlich intensiver. Ich hätte die vielleicht mal beide zusammen kaufen sollen, um das so als direkten Vergleich zu haben. Und ich glaube, bei dem von Alpro ist es auch... Wobei, ich glaube, inzwischen gibt es auch eine Sorte ohne Zucker. Aber ich meine, die Zutaten sind dann ein bisschen schlechter als bei dem hier. Und wahrscheinlich für die früher so Fruchtzwerge und so gegessen haben. Geht so in die Richtung, finde ich. Ist auf jeden Fall lecker, also kann ich sehr empfehlen. Habe ich beim Kaufland gefunden. Weiß gerade leider nicht mehr den Preis, wenn ich den herausfinde. Ich versuche immer überall die Preise noch mit dazu zu schreiben, damit ihr da Bescheid wisst. Aber geschmacklich auf jeden Fall Empfehlung. Dann machen wir mit etwas weiter, das sehr, sehr häufig angefragt wurde. Und zwar Foodist-Produkte. Ich werde den Granola-Test, das kommt wahrscheinlich in 2 Wochen. Vielleicht. Ich hoffe. Da werde ich auf jeden Fall auch das Granola von Foodist noch testen. Aber ich dachte mir, hier nehme ich jetzt die Lean Cream von Foodist noch mit rein. Und zwar auch im Vergleich zu diesem Produkt hier. Wir starten jetzt mal kurz, damit ich sage, was das überhaupt ist. Für die von euch, die das nicht kennen. Und zwar ist das eine Erdnusscreme zum Selbstanrühren. Teilentöltes, geröstetes Erdnussmehl, Salz und Süßungsmittel ist hier Stevia. Beziehungsweise Stevioglycoside. So, das ist dann eben so eine Erdnusscreme, die ihr euch selbst anrühren könnt mit Wasser. Und das Ding ist halt, also deswegen Lean Cream, hat halt deutlich weniger Kalorien als ein Erdnussmus. So. In meinen Augen wird es so ein bisschen so vermarktet, als wäre das jetzt so voll was Neues. Aber die von euch, die vielleicht auch so ein bisschen länger schon in der Szene unterwegs sind, die kennen mit Sicherheit PB2, weil in meinen Augen ist das hier das Originalprodukt und das gibt es wirklich schon so, so lange. Es kam aus Amerika, glaube ich. Das habe ich jetzt bei Proteinprojekt bestellt. Also das kenne ich auch schon sehr lange, dieses Produkt. Das kann man auch schon sehr lange in Deutschland bekommen. Und genau, hier sind die Zutaten geröstete Erdnüsse, Zucker und Salz. Das ist ein bisschen doof, dass das hier nur auf per Serving draufsteht, 13 Gramm. Aber das Gute ist, dass es hier per Serving 12 sind, also wir können das damit ganz gut vergleichen. Hier hat das auf 12 Gramm 46 Kalorien und das hier hat auf 13 Gramm 60 Kalorien. Man kann auf jeden Fall sagen, dass das hier ein bisschen mehr Kalorien hat.
und Protein ungefähr gleich. Fett hat das hier weniger und Zucker, also auch wenn hier mit Zucker gesüßt ist, hat das trotzdem nur 2 Gramm Zucker, muss man halt auch dazu sagen. Also hier ist jetzt nicht unbedingt viel Zucker drin. Würde ich hier auch sehr gerne selbst ein bisschen vergleichen. Ja, wie gesagt, dadurch, dass es so ein bisschen vermittelt wird, also wäre das jetzt so voll was Neues, dachte ich mir, vergleiche ich die beiden doch einfach mal direkt im Taste-Test miteinander. Deswegen habe ich hier 2 Schälchen, in denen ich mir das angerührt habe. 10 Gramm und ich glaube 15 Milliliter Wasser jeweils. Das hier ist Foodist und das hier ist PB2. Also man sieht farblich auf jeden Fall einen Unterschied. Das PB2 ist dunkler, Foodist ist ein bisschen heller. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass das hier Erdnussmehl ist und das hier aus Erdnüssen kommt. By the way, auch preislich ist PB2 günstiger als Foodist. Also Konsistenz ist ähnlich wie PB2. Wobei ich gerade finde, dass hier die Konsistenz hier ein bisschen smoother erscheint, oder? Ich bin gerade ehrlich gesagt selber super gespannt, wie die im Vergleich zueinander schmecken. Ich starte mal mit Foodist. Ich muss halt generell sagen, auch schon bei PB2 damals, ich habe das nie als Erdnussmus-Ersatz gesehen, weil das für mich einfach nicht das gleiche Produkt ist. Also was Konsistenz und Geschmacksintensität und sowas angeht. PB2 schmeckt viel intensiver als das von Foodist. Also das von Foodist schmeckt im Vergleich, jetzt hier so im direkten Vergleich, irgendwie ein bisschen leerer. Hat so Stückchen drin. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, also dass das wie so Stückchen sein sollen. So ein bisschen Textur mit drin ist, aber es schmeckt, als hätte es sich nicht ganz aufgelöst. Also ja, interesting. Wie gesagt, für mich persönlich wäre das halt nie so ein Ersatz für Erdnussmus. Klar, man kann dadurch Kalorien sparen, aber ob man danach so befriedigt ist wie nach einem Löffel Erdnussmus, weiß ich nicht. Kann man meiner Meinung nach schon so ein bisschen in Frage stellen. Ich finde, zum Backen kann man sowas ganz gut verwenden. Aber dann kann man ehrlich gesagt halt auch einfach ganz normales Erdnussmehl nehmen. Gibt es zum Beispiel bei Koro und dann kommt ihr auf jeden Fall günstiger weg, als sowas hier zu nehmen. Ich meine, ihr könnt euch dann halt selber in euer Erdnussmehl, ehrlich gesagt, eure Süße der Wahl reinmischen. Da muss ich sagen, finde ich es halt bei PB2, wie gesagt, ein bisschen cooler, dass es halt aus gerösteten Erdnüssen einfach ist und man schmeckt es meiner Meinung nach auch. Bin sehr gespannt, was ihr zu dem Produkt an sich sagt. Generell jetzt nicht nur das von Foodist, sondern vielleicht habt ihr auch schon mal PB2 probiert. Generell einfach so eine Powdered Peanut Butter. Bin ich gespannt, was ihr zu dem Produkt an sich so als solches sagt. Nussmus von Oatsome. Das hatten sich einige gewünscht, dass ich das mal teste. Ist aus Mandeln 52%, Kokosnuss getrocknet 28%, Datteln gemahlene und Mandelstücken, die geröstet sind. Ist halt sehr schön, dass es nur mit Datteln gesüßt ist. Finde ich ja immer ganz toll. Und die Konsistenz sieht auch sehr nice aus. Also wir haben eine richtig schön smooth Konsistenz. Haben Stückchen mit drin. Ich muss halt sagen, ich bin ja nicht so der größte Kokosfan, aber wir probieren das Ganze hier trotzdem, weil ihr habt es euch gewünscht. I'm sorry, ihr seid überhitzt und einfach ausgegangen. Aber ich war gerade dabei, die Oatsome zu testen. Ich habe sie schon getestet, sie ist sehr, sehr lecker. Hat eine richtig schön angenehme Süße, dadurch, dass es mit Datteln gesüßt ist, ist auch nicht zu süß. Wirklich, wie gesagt, für mich, also ich finde, das ist die perfekte Süße. Und ich muss auch sagen, Kokos ist hier nicht zu dominant, also es ist ein schöne leichte Kokosnote, meiner Meinung nach. Also sehr, sehr lecker und gibt wirklich so ein sunny Feeling irgendwie. Ich weiß nicht, aber es hat was Sonniges. Tolle Zutaten, kann man nicht meckern. Ich weiß gerade nicht mehr den Preis, schreibe ich euch wieder, wie gesagt, hin. Aber ja, habe ich auf jeden Fall auch beim DM gekauft. Also muss man nicht mal online bestellen. Wir machen mit etwas weiter, von dem ich ehrlich gesagt nicht wusste, dass ich das hier in das Video mit reinnehmen kann, weil ich nicht wusste, dass das bis zu diesem Video hier schon launched, aber inzwischen ist es schon gelauncht. Und zwar sind das die Spreads, Protein-Spreads von Get Vuel. Das ist ja die Marke, mit der ich auch meinen Proteinriegel rausgebracht habe, falls ihr das nicht wisst. Ist auf jeden Fall auch immer in der Infobox verlinkt. Ich habe da inzwischen auch einen Rabattcode für euch bekommen, mit dem spart ihr 10%. Ich verlinke es euch. Soll eigentlich gar keine Werbung werden. Ich wollte euch einfach nur die Spreads zeigen, beziehungsweise dachte ich, vielleicht interessiert euch hierzu auch der Taste-Test. Ich muss nur leider sagen, wie gesagt, ich wusste nicht, dass ich dieses Video hier filmen werde. Es ist leer. Zumindest diese Sorte hier. Das ist meine Favorite-Sorte. Caramel Peanut. Ich liebe, wie gesagt, so karamelliges Zeug. Ich liebe ja Erdnuss und das ist einfach, boah, dieser Spread ist der Wahnsinn. Ich habe hier, by the way, auch ein Sample. Also das ist nicht so, wie das final aussehen wird oder jetzt final aussieht. Ich durfte schon vorab ein bisschen testen und mein Feedback geben. Und ja, aber krank lecker. Abgesehen davon haben die auch nur 6 Zutaten. Ich kann es euch gerade
hier nicht zeigen, weil wie gesagt, es ist ein Sample, aber ich kann es euch gerne einblenden. Sind also diese Sorte hier, Caramel Peanut, sind 6 Zutaten, hat auf 100 Gramm 25 Gramm Protein und Top-Zutaten auch nur. Also es ist gesüßt mit Erythrit, saugeil. Und halt auch vegan und bio und natürlich und ja, we love. Zweite Sorte ist Kakao Peanut und da habe ich noch ein bisschen was drin. Das heißt, das kann ich euch zeigen. So schaut das aus. Also ihr seht den Crunch. Die Konsistenz ist so unfassbar cremig. Mir läuft gerade richtig das Wasser im Mund zusammen. Vielleicht hört ihr auch den Crunch. Und der ist auf jeden Fall da. Richtig schön schokoladig, kakaoig. Also die Sorte ist ja Kakao-Peanut, aber ich finde, man schmeckt das Erdnuss hier gar nicht so richtig raus. Also für alle, die vielleicht nicht so den Erdnussgeschmack mögen, ich finde, es schmeckt hauptsächlich nach Schoko. Also einfach super, super lecker. Ich bin hier auch sehr gespannt auf euer Feedback, wie ihr die Spreads findet, weil, wie gesagt, also gerade diesen Caramel Spread hier habe ich so, glaube ich, auch noch nie gesehen. Also so ein Caramel Peanut Protein Spread und dann halt auch noch mit so krass guten Zutaten. Der Kakao hat, by the way, nur 5 Zutaten. Also wie gesagt, Zutaten top, Geschmack top. What else? Wir sind bei den letzten beiden Produkten und das sind Riegel. Beziehungsweise generell wollte ich was zu Naturally Pam sagen. Weil da sehr, sehr viele wollten, dass ich die Naturally Pam Produkte teste. Aber ich habe schon ein komplettes Video damals, als die ersten Produkte rausgekommen sind, gemacht. Und jedes Mal, wenn ein neues Produkt rausgekommen ist, habe ich das in meiner Story getestet. Aber wie gesagt, das ist halt verloren gegangen, dadurch, dass eine Story nur 24 Stunden online ist. Ich will jetzt aber nicht das komplette Sortiment mit euch durchgehen. Ich kann ja kurz mal sagen, was meine Favorites vielleicht sind. Also die Proteinriegel von ihr mag ich ehrlich gesagt nicht so gern. Also zumindest nicht die, die mit Schoko überzogen sind. Ich mag diese Crunchy-Riegel, die mag ich sehr gerne. Das ist meine Favorite-Sorte Cashew Caramella. Richtig lecker. Dann kommt die erste Sorte, das war irgendwas mit Schoko. Und dann die Kaffeesorte mag ich ehrlich gesagt nicht so gerne, muss ich ehrlich zugeben. Ihre Haferriegel mag ich halt auch richtig gerne. Und das, obwohl ich sonst eigentlich nicht so der Haferriegel-Fan bin, aber die von ihr finde ich echt gut. Da ist mein Favorite, diese Sorte hier. Das ist die neue. White Chocolate, also Chunky White Chocolate. Dann der mit den Chocolate Chunks und dann der Brownie, glaube ich. Sind auf jeden Fall alle super lecker, also kann ich sehr empfehlen. Ich kann den hier auch gerne einmal mit euch aufmachen, damit ihr ihn nochmal von innen seht und ich ihn nochmal für euch testen kann. Das sind immer so 40 Gramm Riegel, der hat jetzt 183 Kalorien. Glutenfreie Vollkornhaferflocken, Cashewpaste, gesüßt mit Kokosblütensirup, Schokostückchen, die sind auch mit Kokosblütenzucker gesüßt. Mandeln haben wir drin, Buchweizen, Kakaobutter und Meersalz. Oh, da sieht man ganz gut auch die Mandel und White Chocolate Stückchen. Bin ja eh White Chocolate Fan, deswegen ist das hier, wie gesagt, meine Favorite Sorte. Also ich finde die echt lecker. Das Granola von ihr mag ich übrigens auch sehr gerne. Ich glaube, da ist sogar das Schoko mein Favorite. Ja, Spread, der ist auch sehr lecker, muss ich sagen. Ja, aber wenn ihr sonst noch ein Produkt habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Wie gesagt, ich kenne alle. Ich kann euch dazu schreiben, wie ich die finde, ob ich es empfehlen kann oder nicht. Unser allerletztes Produkt ist der Bärbels Riegel in der Sorte Salted Peanut Caramel. Das ist ein Soft Protein Bar. Und ich kenne, glaube ich, auch alle Bärbel-Sorten. Außer diese hier. Der ist, wie gesagt, neu. 55 Gramm, 117 Kalorien und 16 Gramm Protein. Also ein bisschen weniger Protein als die üblichen Bärbels-Riegel. Beziehungsweise diese Soft-Riegel hier haben alle ein bisschen weniger Protein. Und ich glaube, alle so 16, 17. Und dann hier einmal noch die Zutaten. Ist auf jeden Fall halt nicht vegan. Gesüßt ist mit Maltitoxylid und Sucralose. Wir haben Erdnüsse mit drin. Ansonsten ist hier auch Kollagenhydrolysat mit drin. Dementsprechend auch nicht vegetarisch. Ist ein bisschen arg chewy. Bisschen wie so ein Kaubonbon. Aber diese Peanut Butter Schicht hier ist halt schon, die hat schon was, muss ich sagen. Ja, also der ist lecker. Aber ich bin, glaube ich, nicht so krass Fan von der Konsistenz. Das ist ein bisschen zu sehr chewy. Okay, ich habe eine Stunde lang mit euch hier gegessen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, euch hat es vor allem weitergeholfen. Kommentiert gerne, wenn ihr schon Sachen probiert habt, die ich jetzt auch hier getestet habe. Wenn ihr vielleicht auch eine andere Meinung dazu habt. Hilft anderen auch immer weiter, weil Geschmäcker sind nun mal verschieden und hat ja auch jeder andere Präferenzen, was Zutaten angeht und so weiter und so fort. Ich hoffe jedenfalls, euch hat es gefallen. Lasst mich gerne wissen, was ich noch so testen soll. Gerne immer kommentieren oder mir schreiben. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!